Übrigens, alle Gewinnkarten, wo ihr gewinnen könnt, was ich euch vorhin erklärt habe, die kleinen blauen, kann man dann ausgefüllt abgeben beim Infostand, beim Ticketing und auch beim Pullshop. Und übrigens, bitte nicht vergessen, Mannschaftsbus kann man natürlich auch besichtigen, steht vorne rechts draußen, da sind wir genau sehen, wo sitzt der Trainer, wo sitzt der Co-Trainer, wo sitzen alle Spiele, was machen die eigentlich im Bus und so weiter, kann man vorne rechts sehen. So, jetzt haben wir den Trainer mit Steven hier. Hallo. Wie geht's Ihnen heute? Wie ist denn jetzt die Vorbereitung für Sie verlaufen? Zufrieden jetzt mit dem Verlauf momentan oder geht da noch ein bisschen mehr? Wir sind zufrieden, weil wir haben unsere Arbeit gut machen können. Michael. Und jetzt müssen wir die letzte Arbeit noch tun und die Flüssigkeit finden, um fertig zu sein für das erste Spiel gegen Torshavn. Es wird auch gleich morgen ein Testspiel geben, und zwar in Sechirka. Gegen Bukarest kann man sich da schon viel erwarten oder sind da hier die Beine noch schwer? Ich hoffe nicht, dass die Beine schwer sind, weil wir haben die letzten Tage die Intensität des Trainings doch zurückgenommen. Und ich denke, dass da doch jetzt eine bestimmte Frische kommen muss bei den Spielern. Was sehr schön ist, es gibt neue, junge Spieler, die von den Juniors nachstoßen. Wie werden die jetzt in die Mannschaft integriert? Ja gut, wie wir das auch im vergangenen Jahr versucht haben, um die Jungs vor Spielminute zu geben. Und dann